Hallo, hier ist Martin von Money Monkeys, das ist die DAX-Analyse für nun Donnerstag, den 7.04.2022. Und es war ein bisschen viel Löschschaum zum Mittwoch gewesen. Unser DAX hat ordentlich eins abbekommen und dementsprechend der Daumen nach unten. Da ging einiges den Bach runter. Wir hatten hier drüber gesprochen, Ausgangslage, Range und so weiter und so fort. Ich glaube, das hat man gesehen, dass er nicht über 340 geblieben ist und dass er grundsätzlich auch da nicht ganz so viel Bock hatte und wirklich von Anfang an schwach nach unten durchgedrückt hatte. Das war so ein bisschen diese Bedingung, wo wir gesagt haben, naja, wenn er von Anfang an richtig schwach drückt, dann kann sich durchaus noch an der Bewegungswelle hier orientieren und dann eben 14.200, 14.100 und auch den Gap-Close bei 13.99 erreichen. Wir sehen, dass wir zumindest auf dem Gap Close ganz gut zugelaufen sind, haben ihn aber nicht erreicht. Ja, also er hat knapp davor gedreht. Das war jetzt kein Lachen, das war noch ein leichtes Nach-Corona, eine leichte Nach-Corona, eine Corona-Nachwehe, kann man das so sagen? Ja, ist noch nicht so ganz weg, der Husten, da kommt immer mal ein bisschen. Also, das Gap ist jedenfalls noch offen, hat er nicht ganz zugekriegt, könnte er jetzt theoretisch zum Donnerstag natürlich unten nochmal füllen, auch wieder ein gutes Stück zurückarbeiten. Also Donnerstage sind ja bekanntlich immer schöne Hin- und Her-Tage, ne? Das kann im Zweifel oben sogar bis 340, 360 nach oben gehen. Das kann unten noch bis zur 13,99 gehen. Ne? Genau hin und 13,99 bedeutet 13,990, 13.990. Na, da haben die einen oder anderen schon mal per Mail nachgefragt, welche 13.900 ich denn meine. Nein, 13.990 und das ist auch nicht die 13.99, sondern die 13.990. Ja, also 13.990, da ist noch das offene Gap, das kann er noch zumachen, hat er noch nicht getan. So, und wäre für den Donnerstag natürlich ein schönes Programm. Ich finde allerdings ja auch, wenn ich mir jetzt nur 2 Stunden diese Kerzenkombination auf dem gleitenden Durchschnitt anschaue, so kurz vor einem Gap Close auf diesen letzten Hochs mit dem Volumen, was dann am Abend kam, was auch nochmal wirklich schön über die 200 hochgezogen hat, dass er das theoretisch gar nicht müsste. Ja, also da muss man ein bisschen aufpassen, wie der reinkommt. Das kann auch sein, dass er da unten erstmal fertig hat, ne? Also so von der Bewegung würde das im DAX passen, weil wir haben hier das letzte Tief, ne? Und wenn ich das jetzt hier so rüberziehe und so die erste Kerze angucke, die unter dieses Tief gesetzt hat, dann muss man sagen, das neue Tief wurde nicht angenommen. Und wenn das dann so eine Umkehrformation auch noch bildet, ne, dann ist das immer ein bisschen verdächtig im DAX halt, ne? Das heißt, sollte der zum Donnerstag von Beginn an eher nach oben drücken und sich über die 200 drüber arbeiten, glaube ich, dass wir eher in den Bereich um 340, 360 reingehen. Und wenn der überlaufen wird, dann steht auch ganz, ganz, ganz schnell wieder bei 14.445, dann steht er ganz schnell wieder bei 14.560 bis 600. Na, also da muss man ein bisschen aufpassen, dass man da nicht zu spät erst reagiert. Ne? Auch wenn man vielleicht noch Shorts offen hat, die man hier unten in den Gap Close reinhaben wollte. Sowas tut immer weh. Ne? Wenn man dann hier so hunderte Punkte im Plus gesessen hat und unten haben dann 30 Punkte gefehlt und man sitzt dann da und denkt, vielleicht kommt es noch, vielleicht kommt es noch, vielleicht kommt es noch. Und auf einmal steht der Trade wieder am Einstand halt. Ne? Deswegen lieber an so einem Punkt sagen, na gut, scheiß auf die letzten 150 Punkte. Dann ziehe ich einfach mal ein Stop-Loss nach, sichere mir das hier irgendwie über 200 ab. Ja, und wenn er jetzt dann einfach doch wieder nach oben arbeitet, na gut, dann nehme ich wenigstens die Punkte mit, die ich bis dahin geschafft habe und verzichte dann darauf, dass ich vielleicht wieder auf den Einstand zurückgetreten werde. Also würde ich so machen halt, ne? Weil wir haben ja wirklich zwei, das sieht fertig aus. Das ist nicht punktgenau. Auch die Strecke ist ja nicht vollständig, ne? Wir haben gesagt, die muss bis 14.000, um sich 100% zu replizieren nach unten. Genau 14.000 wäre das Kursziel gewesen. Das hat er auch nicht gemacht, aber manchmal muss er das auch nicht. Ne? Also das wirkt optisch absolut komplett. Das sieht aus wie zwei gleich lange Abwärtswellen, auch wenn sie wie gesagt nicht gleich lang sind. Das sieht aber so aus. Es wirkt fertig. Es passt. Ist stimmig. Und würde mich jetzt auch nicht wundern, wenn er am Donnerstag anfängt, steile Kerzen nach oben zu liefern. Ja? Also da wirklich ein bisschen aufpassen. Und wie gesagt, auch einen Rücklauf einplanen. Insbesondere wenn wir über 14.200 notieren. Notieren wir nicht über 14.200 oder dümpeln irgendwie zum Start noch rum, glaube ich schon, dass er das da auch noch zumachen kann. Und von dort würde ich dann erstmal eine deutlichere Gegenreaktion erwarten, ne, aus dem Bereich 14.000, 13.99. Die muss aber auch kommen, kommt die nicht. Und da darf man ruhig auch eine grüne Stundenkerze erstmal abwarten, kommt die nämlich nicht. Dann wird es schnell auch schneller im DAX, weil dann beschleunigt er seine Bewegungswelle hier auf.
Und dann steht der Schnurstracks auch hier unten, so im Bereich um 13.700. Also das geht dann relativ schnell, ne? Der kann dann da ganz schön noch was aus der Reserve rauspumpen und dann rein in die 13.800, rein in die 13.700. Also da würde ich wirklich ein bisschen aufpassen, dass man sich da nicht zu sehr gegen die Bewegung stellt, wenn der hier unten durchpflückt. Ja, im Zweifel, wir haben nämlich hier noch offene Gaps, ja, also 13,5 irgendwas, wir haben hier unten noch offenes Gap, 13,15 rum. Also, wenn der hier anfängt, jetzt Tempo aufzunehmen nach unten, aufpassen, dass man sich dann nicht gegen die roten Kerzen dagegen stellt. Ne? Also, gerade zum Donnerstag kann ja der mal gerne mal auch ein bisschen übertreiben. Das kann er oben, das kann er unten. Ne? Da ist wirklich wichtig, dass man ein bisschen auf Sicht auch mitgeht. Das lässt sich nicht immer unbedingt vorher schon ableiten. Grundsätzlich sollte man immer so rangehen, ne, dass jeden Tag alles passieren kann. Und egal was kommt, das sollte einem nie das Depot ruinieren, ne, sonst hat man irgendwo falsches Risikomanagement angewandt. Aber ich würde sagen, über 14.200 kann er oben eskalieren, rein 340, 360, gegebenenfalls vielleicht sogar höher, wenn er richtig gut drauf ist. Und wenn er so schwach drauf ist oder so schlecht drauf ist wie die letzten Tage jetzt hier, hat sich ja nur auch aus der Range, muss man so sagen, nach unten rausgelöst. Ne? Das ist ja so. Und er arbeitet dann hier auch noch unten weiter 13,99 mal angucken. Und wenn er da durchbricht, dann wirklich darauf einstellen, dass er auch mehr kommen kann halt. Ne? Nicht, dass man dann Haus und Hof dort verliert, weil der dann plötzlich anfängt, richtig durchzugaloppieren und irgendwie 3 Tage später bei 13.015 hier unten das Gap zumacht. Ne? Und man dann aus der Wäsche steht und sagt: Du Martin, ich habe hier noch einen offenen Long von 14.700, was mache ich denn damit? Weil dann, das ist immer so gängige Praxis, ne? Das haben wir eigentlich immer. Dass die Leute halt dann wirklich kommen, wenn es echt einfach zu spät ist und wenn man auch denjenigen dann nicht mehr wirklich viel helfen kann, weil das Kind halt schon viel, viel, viel früher in den Brunnen gefallen ist, ne? Weil diejenigen einfach zu keinem Zeitpunkt bereit waren, ihre Verluste zu realisieren und dann irgendwann suchen sie dann unsere Hilfe auf und können das dann so ein bisschen auf uns abwälzen. Wenn dann die Entscheidung doch nicht die richtige war, unten zu schließen oder weiterzuhalten, dann hat man den Buhmann, den man vorschieben kann. Aber es ist für uns halt blöd, weil in der Situation kann man eigentlich dann nur falsch agieren. Ne? Hier oben kann man noch wesentlich besser steuern, kontrollieren und so weiter und so fort. Und deswegen nicht so lange irgendwas im Minus aussitzen, ja. Und versuchen mit den Signalen irgendwo mitzugehen. Okay, also ich denke, Fahrplan ist klar. Oberhalb von 14.200 Erholungspotenzial in die 340, 360 rein. Darüber sogar noch 445, 500, 560. Und sollte sich hier unten weiter austoben, bleibt erstmal das Gap noch im Fokus. Die 13.990 wird es vielleicht ein bisschen Puffer auf die 13.960 hier geben. Ja, und alles, was tiefer geht, das kann richtig runter. Hier unten haben wir offenes Gap 538 oder wir machen es mal genau. Close haben wir 13.542, da wäre noch ein offenes Gap. Und dann hier unten 13.15. Gut, Freunde, ich mache hier aus, wünsche euch viel Erfolg zum Donnerstag und dann hören wir uns morgen wieder. Bis dahin, tschüss.